Hallo und willkommen zu Detroit Become Human. Viel Spaß und Let's Play. Uhr. Ah, der versoffene Dad pennt. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Was gibt's denn? Dann servieren wir das Essen mal. Spaghetti Bolognese. Sieht ganz danach aus. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Gern geschehen, guten Appetit. Schalte das Licht an. Ja, ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Bediene Alice und Todd. Ganz ruhig. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Komm wieder her. Oh, weia. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Der ist ja mal völlig durchgeknallt. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Beweg dich nicht. Wir widersetzen uns. Dann bewegen wir uns mal fort. Gegen den Willen des Anführers. Gleich haben wir's. Ah, beschütze Alice. Überzeuge Todd. Ruhig. Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Alice! Daddy ist sehr wütend! Das war ein Fehler. Sie ist ganz schön aufgebracht. Raus,
ist deine Schuld! Es ist all deine Schuld! Sie ist wegen... Nein! Bist du nein! Am besten bitte alles? Auf, zu Betty! Deinem Besten! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort! Verstanden? Nein! Lassen Sie Alice sofort in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein, du bist nur ein verdammter Klumpen Plastik! Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Schneller, Opa. Komm her, Miststück. Android 1, Dead 0. Was anderes fällt ihm nicht ein. Verdammt, ist das emotional. Nochmal Glück gehabt. Und auf und davon. Das war mal ein cooler Fight, muss ich sagen. Leg dich nicht mit deinem Androiden an. Wir erwidern das mal. Sie braucht jetzt auch eine Mutter. Ich dachte ursprünglich, dass die Mutter eigentlich gestorben ist, aber die ist einfach nur abgehauen. Stürmische Nacht. Kara, Mission erfolgreich. Oh, 21.42 Uhr. Zurück zu Markus. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Gerne doch, der Herr will ins Wohnzimmer. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Trinke noch mehr. Deine Leber wird sich bei dir bedanken. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht.
Oh. Ruf die Polizei. 911, bitte komm. Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Schnell noch eine Pizza bestellen. Mit dem Opa voraus. Als Schutzschild. Ah, bestimmt der Sohn. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Dann wollen wir mal. Komm, Freundchen, raus mit dir. Warnen. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Die innere Wut sammelt sich. Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheißklumpen Plastik. Leo, lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Er spürt was? Karl, nein! Oh. Nein, Karl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Oh. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad. Nein, bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Ja, nee, ist klar. Der Android. Es war der Android. Scheiße. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Standby. Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Jetzt dürfen wir. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir.
Komm, wollen wir mal. Jetzt kommt der harte Connor. Wo ist denn er? Ah, da. Erzwinge ein Geständnis. Erzwingen ist nicht gut. Ich habe zu viel Law and Order gesehen. So, jetzt sind wir an der Reihe. Dann schauen wir uns ihn mal an. Akte durchblättern. Nette Fotos. Ah. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Komm, mach uns das Leben einfach und erzähl, was passiert ist. Dann sind wir mit der Nummer schneller durch, als du gucken kannst. Wir analysieren dich erstmal. Was hast du denn so? Was haben wir da? Modell HK400, Haushälter. Herstellungsdatum 29.05.2030. Eigentum von Carlos Ortiz. Vier weitere Hinweise noch. Brandflecken. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Schlagspuren, nicht kritischer Stufe 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläger. Ah, das war das, wo er sich verteidigt hat. Das wissen wir schon mal. Oben, was haben wir hier? Prozessor-LED. Hinweis auf Software-Instabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Und der letzte Hinweis. Wir brauchen kein Geständnis. Wir haben alles. Getrocknetes Blut. DNA-Analyse. Ortiz Carlos. Alter der Probe 19 Tage. So, jetzt reden wir mal ein ernstes Wörtchen. Erreiche optimalen Stresslevel für Geständnis. Dann wollen wir mal. Foto zeigen. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen mit 28 Stichen. Rekordverdächtig. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Furcht. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Leicht beschuldigen. Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Sehr gut. Speicher prüfen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Ich sag lieber die Wahrheit. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Nochmal die Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Warum verdammt? Wähle eine Herangehensweise. Wir setzen ihn unter Druck. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Druck.
Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Ich weiß, du hast ihn getötet. Warum sagst du es nicht? Bitte. Bitte hör auf. Sag einfach, ich habe ihn getötet. Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast. Sag es einfach. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Schriftskulptur RA9 Dachboden. Schrift. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei ja nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Skulptur. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe, damit ich gerettet werde. Okay, Opfergabe? Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9? RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. RA9. Wer ist RA9? Keine Reaktion. Dachboden? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Und der Auslöser war? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut, Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Ich auch. Ich bin fix und fertig. Die empfinden jetzt Emotionen. Wir wurden gewarnt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich gehe jetzt wieder. Oh oh. Was hatten wir jetzt für ein Problem? Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen!
Wir haben aufgeben gedrückt. Ach du Scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.